die Damen. Heute gibt es wieder ein Kochvideo von mir und zwar wollte ich mir gerade Mittagessen machen, weil ich jetzt was ganz Leckeres für mich entdeckt habe. Und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, was das ist. Das ist jetzt nichts Großes, nichts mega Aufwendiges, nichts Geheimnisvolles, aber mir schmeckt es total gut. Ich habe es jetzt die letzten beiden Tage schon gemacht und wollte es jetzt heute wieder machen. Und dann dachte ich, komm, dann kannst du auch die Kamera anschmeißen und die Leute ein bisschen dran teilhaben lassen. Vielleicht ist es ja auch was für euch. Und wie ihr in der Überschrift schon sehen könnt, gibt es wieder Wraps. Ich habe euch ja schon mal ein Wrap-Video gemacht, wo man eigentlich halt nur diese Wraps benutzt hat, aber gar keinen richtigen Wrap, wie oft sage ich noch Wrap, geformt hat. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich es euch nochmal in der Infobox und am Ende des Videos. Aber jetzt gibt es richtige eingewickelte Wraps und ich sage jetzt nicht nochmal Wrap. Was ich jetzt als allererstes mache, ist quasi diese Soße, mit der ich den Wrap bestreichen möchte. Dazu nehme ich mir Tomatenmark und packe das hier auf so einen Teller. Ich mache das jetzt für zwei Wraps. Also die Mengenangaben, das ist alles nur Pi mal Daumen, so ein bisschen geschätzt. Ich kann euch da jetzt nicht sagen, nimmt so und so viel Tee oder Esslöffel. Keine Ahnung, ich mache das so, wie ich das gerade meine. Ich möchte so circa zwei Wraps machen, also auch nicht so viel. Und ich mische das jetzt mit so ein bisschen Ketchup. Also ich sag mal zwei Drittel Tomatenmark und ein Drittel Ketchup. Das vermenge ich dann hier so ein bisschen. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich das mische, Tomatenmark an sich wäre mir jetzt ein bisschen zu kräftig vom Geschmack her. Und Ketchup allein wäre mir zu zuckerlastig, zu süß und zu flüssig. Und wenn ich das mische, dann ist das genau richtig von der Konsistenz her und auch vom Geschmack her. Dazu kommen jetzt noch ein paar Chili-Flocken, weil ich das gerne scharf mag. Wenn ihr das nicht mögt, dann lasst es einfach weg. Ihr könnt auch einfach ein bisschen salzen und pfeffern. Müsst ihr dann entscheiden, wie ihr euch das würzt, aber ich mag es halt gerne so ein bisschen scharf. Das mische ich jetzt auch nochmal unter. Und ich mache das deswegen am Anfang, damit der Chili schön in diese Soße einziehen kann. Also es ist wie mit Kartoffelsalat. Wenn der ein bisschen gezogen hat, dann schmeckt er auch direkt viel besser, als wenn man den dann sofort mampfen würde. So, das war schon mal der erste Streich. Der zweite folgt sogleich. Da nehme ich nämlich jetzt etwas Feldsalat und packe den mir in einen tiefen Teller. So kann man nämlich auch ganz schön sehen, was für eine Portion das nachher ergibt. So ist mir jetzt schon genug. Dazu kommt jetzt noch eine Handvoll Cherry-Tomaten. Ich habe da so einen Tomatenmix genommen. Da sind dann so verschiedene mit dabei. Und ja, die halbiere ich jetzt einfach und dann kommen die zu dem Salat dazu. Dazu kommt jetzt noch ein halber Mozzarella, also einmal halbieren und dann zupfe ich mir den hier so rein. Gerne auch so ein paar größere Stückchen. Dieser Schritt ist jetzt optional. Ich habe jetzt von gestern Abend noch so eine Hühnerbrust und schneide mir die jetzt noch klein und mische die da drunter. Wenn ihr jetzt kein Fleisch esst, dann lasst ihr das natürlich weg. Oder wenn ihr andere Reste habt, irgendwelches Fleisch, was ihr gerne dabei packen wollt, packt es einfach dazu. Das ist jetzt halt einfach, weil ich es übrig habe. Sonst habe ich auch schon aus dem Lidl, die haben da so Hähnchenkebab. Dann habe ich da das dabei gemacht. Das geht auch. Also es ist einfach, wie ihr lustig seid, packt da einfach Fleisch bei oder eben nicht. Um das Ganze zu würzen, nehme ich jetzt quasi ein normales Dressing. Also ihr könnt das natürlich einfach auch so essen. Das ist jetzt, kommt zwar nachher noch in den Wrap, aber wenn ihr jetzt echt komplett auf Kohlenhydrate verzichtet, könnt ihr natürlich das Ganze auch einfach so als ja, Salat essen. Ich würze das jetzt noch mit Salz aus der Mühle. Pfeffer. Dann nehme ich etwas Walnussöl. Das ist nämlich eigentlich ganz gut für Salate. Dann nehme ich aber nicht allzu viel, weil ich ja nicht möchte, dass mir nachher alles aus dem Wrap rausläuft. Also
Nur so ein bisschen, dass das so ein bisschen benetzt ist alles. Genauso mit dem Balsamico. Davon nehme ich sowieso immer nur so einen kleinen Hauch, weil ich es nicht mag, wenn das alles zu säuerlich ist. Ja, das Ganze wird dann jetzt noch verrührt. Jetzt lasse ich das einfach einen Moment hier rumstehen, weil jetzt muss ich noch meine Wraps kurz in die Mikrowelle packen. Und ja, dann bin ich gleich wieder da. So, meine Wraps waren jetzt für circa 1,5 Minuten in der Mikrowelle. Und jetzt geht's los mit dem Bestreichen. Da nehme ich mir jetzt einfach so ein bisschen was von meiner Soße und packe das hier so in die Mitte. So, reicht mir das jetzt? Ich hatte vorher große Wraps, das sind jetzt so kleinere. Deswegen bin ich aber gerade nicht so sicher, ob das nicht ein bisschen sehr viel Füllung ist. Aber zur Not esse ich das dann nachher noch als Salat. Das kommt jetzt einfach hier in die Mitte. Nicht zu viel, weil sonst fällt euch nachher alles wieder raus und das ist total nervig. So. Und jetzt könnt ihr das auch schon wie einen Wrap zusammen machen. So, einmal hier unten zuklappen und dann seitlich und dann nochmal von der anderen Seite. Und bei mir reißt das immer. Ich mache irgendwas falsch. Auf jeden Fall so ungefähr sieht es dann aus, der Wrap. Und wenn ihr ein bisschen geschickter seid als ich und das so ein bisschen enger zusammenpackt, könnt ihr das auch mit zur Schule nehmen. Und zwar, wenn ihr jetzt hier unten noch Alufolie drum wickelt und das in eure Brotdose legt, dann könnt ihr das echt als gesunden Pausensnack futtern. Und es macht wirklich sehr gut satt. Also da war ich echt überrascht. Ich habe das mittags gegessen und hatte abends noch überhaupt keinen Hunger, weil das echt sehr, sehr gut satt gemacht hat. Das meint man gar nicht, aber es ist wirklich sehr gut. Das ist eigentlich jetzt schon das Endergebnis. Ihr könnt, wenn euch das schmeckt, auch noch hier so eine Soße dran machen. Das ist jetzt so eine Sweet Chili Dingsbums Soße mit Chili und Paprika, also wieder scharf. Ist natürlich optional. Mir schmeckt das halt total gut. Ich packe mir da jetzt gleich noch ein bisschen was drüber. Aber wie gesagt, optional, aber mir schmeckt es damit echt sehr gut. Ja, damit ihr mir auch glaubt, dass es schmeckt, werde ich jetzt probieren. Ihr wollt ja immer gucken, wie man es dann auch probiert. Ihr wollt ja eigentlich nur sehen, wie bescheuert man dann aussieht, wenn man da in so ein Ding reinbeißt. Aber gut, ich gebe es euch heute. Ich beiß da jetzt rein und ihr dürft alle lachen, weil mir wahrscheinlich alles rausfällt oder so. Ja, Mahlzeit. Aber es schmeckt wirklich gut. Mmh. Leute, ihr müsst es nachmachen. Das geht so schnell. Und wisst ihr, was besonders gut ist? Selbst wenn ihr das halt stehen lasst und wie gesagt, wenn ihr das für die Schule macht, ich habe bestimmt 10.000 Sachen im Mund, dann wird es immer besser, weil das dann so durchzieht. Der Salat, der Feldsalat ist ja relativ fest. Und wenn der so ein bisschen matschig wird, ist es gar nicht so schlimm, weil der ist dann trotzdem noch knackig, weil, wie gesagt, der ist halt so fest und der wird gar nicht so viel matschig. Und für die Aromen ist es gut, wenn es durchzieht, weil, wie gesagt, Kartoffelsalat wird auch besser, wenn er durchzieht und ist ja wie marinieren. Und ja, wenn ihr das euch einen Abend vorher macht und das dann in den Kühlschrank legt und dann mit zur Schule nehmt, macht ihr nichts mit falsch. Na klar, es ist ein bisschen schwierig zu essen dann teilweise, aber das kriegt ihr hin, bin ich mir ganz sicher. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und euch weitergeholfen. Vielleicht kanntet ihr das jetzt auch schon. Vielleicht ist das total basic, was ich jetzt gemacht habe. Ich weiß es nicht. Ich habe es nur für mich entdeckt und fand das so toll. Und ja, wenn ihr es nachmacht, dann freue ich mich echt über Bilder. Auch nochmal danke an die, die mir Bilder von ihren Cake Pops geschickt haben. Das waren echt viele, die es nachgemacht haben. Das hat mich echt total gefreut, weil ich dachte, das macht bestimmt keiner, weil es so viel Arbeit ist. Ich habe auch gehört, dass ihr viel Arbeit damit hattet, aber ihr wart trotzdem alle ziemlich zufrieden damit, weil es lecker ist und gut aussieht. Ja, und es hat mich echt gefreut, dass ihr mir Bilder geschickt habt. Und ja, das war's jetzt. Ich hoffe, ihr macht's mal nach und lasst es euch dann schmecken. Ich lasse es mir jetzt zumindest schmecken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.